Hallo und herzlich willkommen, liebe Freunde, und auch salvierte Spectatoris zu einem weiteren Teil von Let's Play Rome Total War mit mir, dem Tante Günther, auch bekannt als Günther Shadow, und wir sind zurück mit den mächtigen Briten. Und wir bauen mal so ein Türmchen. Und ich muss gleich wieder mein Fenster zumachen. Wir spielen momentan viele Kinder im Garten. Das ist der erste Part, den ich während dieser Corona-Krise aufnehme. Eine Pandemie war es ja vorher schon, eine Krise ist es erst jetzt. Meine Gedanken sind natürlich bei euch. Ich hoffe, es geht euch gut. Ich sag nochmal Danke an alle Zuschauer, die mich unterstützen. Danke an den Trajanator nochmal im Besonderen. Okay, der hat noch eine Verstärkung da hinten. Alles klar. Aha, okay. Ja, ich hoffe, ihr gehört nicht zu den Leuten, die in der Veranstaltungsbranche und so irgendwie arbeiten, weil denen geht's, glaube ich, echt nicht gut momentan. Und das ist ein schweres Los. Meine Einrichtung, wo ich arbeite, die ja jetzt nicht zu dieser Branche gehört, die ist geschlossen erstmal. Ich gehöre jetzt zum Glück nicht zu denjenigen, die dann nicht wissen, wie sie ihre Brötchen verdienen sollen. Das geht eigentlich. Ich hatte eher so ein paar eigene Probleme, da sage ich aber nach der Schlacht was zu. Also jetzt aber auch nichts so, ja, das heißt nichts so Gravierendes. Also, ja, ich spanne euch noch ein bisschen auf die Folter, ich werde mich da aber gleich noch zu äußern. So, jetzt gucken wir erstmal, wo unsere Gegner herkommen. Der Feind fürchtet sich. Er hat noch mehr Männer geholt. Egal, die Toten zählen wir nach dem Sieg. Ja, also ich, ja, ganz so einfach wird das wahrscheinlich nicht sein, aber okay, gut. Ich weiß nicht, ihr habt das, glaube ich, schon mitbekommen, dass die germanische Phalanx eine sehr gefährliche Einheit hier für uns darstellt. Und in dieser Schlacht wird das erstmal auch nicht viel anders aussehen, schätze ich. So, wir brauchen 4 Einheiten für dich. Wir brauchen 5 Einheiten für dich. Ich mache das jetzt so, weil das etwas einfacher geht. Wir brauchen Fernkämpfer für dich. Und dann brauchen wir noch 2 Streitwagen hier drüben. Achso, warte mal, das ist ein bisschen arg schnell. Lauft mal alle ein bisschen schneller. Bewegt euch mal ein bisschen. Hier rüber. Das Problem ist halt, wir stören natürlich auch durch Neupositionierung unsere Formation. Das ist halt suboptimal. Upsala, das ist die falsche Taste. Ja, hier seht ihr schon, was die Gefahr bei der Sache ist. Aber ich werde mich jetzt gerade nochmal hier neu positionieren. Denn diese schreienden Weiber, die kreischenden Ladies, die ihr insofern auf jeden Fall kennt, weil ich ja selber mal die Germanen gespielt habe und mit denen da auf mit denen da unterwegs war. Die routen uns unsere Jungs ganz, ganz flott und das möchte ich nicht sehen. Was ich aber sehen will, sind 2 Streitwagengeneräle, die da einmal reinfahren. Und ihr, die hier einmal reinschlagt. Ich frage mich echt so ein bisschen, warum der immer so viele Einheiten auf einmal ausleiht. Das hier ist wieder auch so eine komische Situation, ne? Da ist dann ein Streitwagen, der fährt dann aus irgendeinem Grund, fährt er dann hier hinten rum durch die eigenen Einheiten. Das birgt nicht gerade eine geringe Gefahr. Jetzt gerade. Weg, 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 weg.
Ja, jetzt kommt er mal rein. Es ist eine Jagd. So, was passiert da in unserem Rücken? Das sieht so aus, als würde der da abhauen. Ich bin aber, wie ihr wisst, der Günner ist vor allem billig. Der Günner ist nämlich auch mit kleinen Siegen zufriedenzustellen. Das passt. Ihr habt den feindlichen General getötet. Das ist schon mal brauchbar. Deine Männer lernen jetzt die Furcht kennen. Sie werden die Flucht ergreifen. Zum Angriff! Hier schauen wir mal, dass wir noch unsere Munition verschießen. Na, wenn wir den Einheiten hier in den Rücken schießen, ist das auf jeden Fall eine gute Sache. Insbesondere die schreienden Weiber werden wir damit ganz gut los. Die Schlacht beenden wir dann hier auch. Ich glaube, die Verstärkungsarmee haben wir aufgerieben. Aber wir müssen sehr vorsichtig sein. Also täuscht euch nicht. Diese barbarischen Einheiten, insbesondere die Phalanx der Germanen, die ist so buggy, die macht manchmal ganz, ganz schreckliche Sachen mit euch. Wir haben 45% Chance, dass die Tore offen stehen. Okay. Dann machen wir bitte mal Folgendes. Wir quicksaven hier an der Stelle. Belagern das Ding. Aha. So, dann würde ich nämlich mal sagen, wir versuchen das hier mal ein Auto zu resolven. Okay, das hat doch gut geklappt. Damit hätten wir auch unsere Kampagne geschafft. Aber wir spielen natürlich weiter. Denn ich wollte gerne auf jeden Fall noch gegen die Römer kämpfen oder zumindest noch irgendwie versuchen, Rom einzunehmen. Die Frage ist halt, ob ich das jetzt schon in diesem Part schaffe. Das meine ich jetzt mal noch nicht unbedingt, ne? Aber ich wollte mir gerne hier die Streitwagen aufheben. So. Die mergest du mir mal bitte gerade zusammen. Das reparieren wir mal. Wen können wir hier fortbilden? Die Jungs hier. Das ist schon mal gut. Dann lösen wir die mal auf. So, jetzt wächst diese Stadt nämlich auch. Kann ich hier die Fortbildung machen. Noch einen Bauern dazu rekrutieren. Auf niedrig mit den Steuern gehen. Die mergen wir auch noch. Okay. Zu Diensten. Schau dir mal Mainz an. Herr? Ja, das können wir hier ganz gut gebrauchen. Wir haben halt jetzt keine Kohle mehr, aber das sehe ich jetzt auch nicht als unfassbar schlimm an. So, gib mir mal bitte gerade eine Sekunde Zeit. So, das war's auch schon. Ich musste nur mal gerade mein Fenster zumachen. Ja, und wie gesagt, ich habe euch jetzt lange genug auf die Folter gespannt. Ich sag nochmal ganz kurz, also ich war ja längere Zeit... Oh, guck mal da. Längere Zeit abwesend. Also ich habe ganz viel im Vorfeld aufgenommen und habe also hier... Also was ihr da gesehen habt bis zum heutigen Zeitpunkt, das war alles Retorte. Ab jetzt nehme ich wieder live auf, so mehr oder weniger. Ich bin operiert worden, ich hatte so einen Leistenbruch. Das war eine, ja, ich würde mal sagen, so eine lästige bis blöde Sache. Und ich hatte da Schwierigkeiten zu sitzen. Also falls ihr da mal so eine OP hattet, das ist tatsächlich schon schwierig. Danach... wieder so normal zu sitzen, ja. Der Weg hierhin soll der schnellste sein, dann machen wir das doch mal.
Weil ich da entsprechend noch Bauchschmerzen hatte und da konnte ich einfach nicht viel machen. So, und Julia belagern jetzt Patavium. So, so. Eine andere Sache ist, dass mein Vater morgen, also jetzt von heute ausgesprochen, Ägypten ist die stärkste Seite, interessant, dass mein Vater morgen operiert wird und das ist eine ziemlich heikle Operation, die er da vor sich hat und da mache ich mir momentan sehr große Sorgen. Ich wäre nämlich auch mal gerne bei ihm gewesen. Das gestaltet sich momentan einfach beliebig kompliziert, denn aufgrund dieser Corona-Pandemie darf ich den halt nicht mal im Krankenhaus besuchen, was halt echt blöd ist für mich. Kannst du demnächst wieder zurück, ne? Marschieren! Ich überlege gerade, ich brauche die Söldner hier nicht. Es sei denn, die Spanier greifen mich jetzt an, aber warum sollten die das machen? Also wir sollten uns nicht auf die, wir sollten uns natürlich nicht auf die Spanier verlassen. Ja, Meister. Das ist sicherlich eine richtige Einschätzung von euch, aber wir müssen sie auch nicht unnötig provozieren, wie ich finde. Spanien ist lukrativ, aber nicht zum aktuellen Zeitpunkt. Das habt ihr ja auch geschrieben in den Kommentaren. Also hier gibt es Silberminen, die wir ausbeuten können. Das ist sicherlich gut. Auf der anderen Seite sind die Städte aber gerade zu Beginn des Spiels halt so dermaßen unterentwickelt, dass es sich für uns nicht lohnt. Wir müssten hier Truppen binden und es ist sinnvoller, zu einem späteren Zeitpunkt wiederzukommen. Dann haben die Spanier zwar Stierkrieger, aber hey, wir sind die Briten, wir haben die Streitwagen und wir machen damit alles platt. Also da mache ich mir jetzt nicht so große Sorgen tatsächlich. Den kann ich zwar kaufen, den bekomme ich aber nicht. Das ist ein Problem. Ja. Stoßt vor. Weiter geht es nicht. So, du bist jetzt 60 Jahre jung. Schließe mich der Armee an. Weiter geht es nicht. Nee, du bist noch 59. Ja. Oh ja, dann, also ein Jahr macht er bestimmt noch. Das dauert bestimmt noch ein bisschen. Okay. Dann gehen wir mal gerade einmal die Städte durch. Hier kann ich ja jetzt erstmal nichts bauen. Okay, ne? Wir haben hier ein bisschen was an Einheiten stehen. Wir brauchen auf jeden Fall noch einen Schwertkämpfer. Ich nehme hier gerne noch einen Speerkämpfer mit. Ich nehme hier definitiv keine Einheit mit. Ich nehme hier sehr gerne noch einen Schwertkämpfer mit. Vielleicht eher sogar noch ein Steinschleuderer. Ich glaube, das ist sogar eigentlich besser. Bauen wir die Farmgemeinschaft übrigens auch, weil wir brauchen auf jeden Fall Wachstumsraten hier. Alesia. Das ist eigentlich erstmal alles in Ordnung soweit. Ne? Da können wir sicherlich mal die Steuern ein bisschen raufsetzen. Das können wir jetzt hier auch machen. 3,5% Wachstum ist auch okay. Wir haben ja jetzt mehr Möglichkeiten, das Wachstum in dieser Stadt zu fördern. Ja, 3,5% ist auch okay. Ich baue hier nichts. Also das ist alles Quatsch. Die Spanier haben auch nicht so stark gepanzerte Einheiten. Ich nehme mal ein paar Steinschleuderer hier mit. Und ich glaube, das war's, ne? Ja, also momentan habe ich echt halt noch viele andere Sachen im Kopf, ne? Und ihr wisst halt so, ja, klar, ne? Der Günner, der nimmt dann trotzdem gerne auf. Für mich ist das ja auch immer so eine Form der Verarbeitung und der Ablenkung. Das tut mir gut. Für mich ist es auch wichtig, weiter aufnehmen zu können und so. Das auf jeden Fall.
Ja, Meister. Suche nach Hinweisen. Ja, Meister. Lauf mal hier hoch nach Bordesholm. Ja, das ist für mich immer eine wichtige Form der Verarbeitung auf jeden Fall. Und ihr könnt euch da auch sicher sein, wenn das jetzt für mich eine zu große Belastung wäre, würde ich mir da auch anders Abhilfe verschaffen. Dann würde ich das auch ankündigen und dann sagen so, Leute, ich kann jetzt nicht aufnehmen oder so, das geht schon. Was halt eher das Problem für mich ist, ist halt, ich konnte halt vorher wirklich nicht viel aufnehmen. Und ich hatte dann eben noch diese Situation, wo ich dann normalerweise gesagt hätte, okay, ich fahre jetzt zu meinem Vater und bin jetzt für den da. Und das darf ich halt nicht. Also ich darf den nicht besuchen. Das ist halt richtig schlecht momentan. Für mich. Und für meine anderen Bekannten und Verwandten natürlich auch. Ist noch zu wenig, glaube ich. Also ich glaube, das würden wir verlieren, wenn wir das automatisch machen. Ich glaube, da brauchen wir zumindest noch einen General, ne? Was hat denn der Römer hier? Der hat viel Kaff. Kann nix. Her damit. Trier hat die Versammlungshalle gebaut, das ist doch fantastisch. Brauchst hier bitte noch direkt den Marktplatz und dann gehen wir mal mit den Steuern ein bisschen hoch. Der Senianus, wo ist der? Der hat geheiratet. Ach, der ist verschwenderisch, okay. Ja, Römer sind jetzt alle im Krieg mit uns. Morirex von Deva. Schön. Also wir haben jetzt momentan einen Statthalter auch in Juvavum, was nicht verkehrt ist, ne? Die Germanen haben halt einfach immer so viel Gerümpel, ne? Bis man das alles mal aufgeräumt hat. Das ist einfach nur schrecklich zäh und langatmig. Marschieren. Es geht nicht weiter. Erwarte eure Befehle. Aber kaufen können werde ich den nicht. Der ist zu teuer, der Bursche. Ich weiß auch, warum ich die nicht kaufen kann. Weil da ein General drin ist. Und das ist eine Einheit, die ich nicht rekrutieren kann. Das ist nämlich kein Streitwagen-General, sondern das ist ein Kavallerie-General. Und deswegen kriege ich diese komplette Armee, meine ich, nicht. Erwarte eure Befehle. Ich rede mit ihnen. Doch. Witzig, okay, gut, dann habe ich mich da geirrt auf jeden Fall. Wir gehen mal nach Numantia zurück. Du läufst hier oben lang. Herr? Unterwegs. Suche nach Hinweisen. Ich wollte eigentlich nicht in Diplomaten ausspionieren, sondern in die Stadt reingucken. Interessant. Okay. Krass. Karthago ist auch im Krieg mit Spanien. Dann wollen wir mal einfach versuchen, die Spanier nicht unnötig zu brüskieren. Und bleiben dann mal noch abwartend. Okay. Unser Kampf gegen die Römer.
Der sähe so aus. Das sieht so aus, als würde das Funktion klappen. Also wir gucken mal gerade. Trade. Sieht okay aus erstmal. Viele Wege führen zum. Ja, das machen wir direkt so. Und neue ja. Krieger sind auf dem Feld. Schickt sie, um den Feind zu töten. Machen wir. Einheiten können wir ja ruhig breit aufstellen. Und der Römer haut schon ab, oder was? Das ist interessant. Sieht so aus, als würde er hierhin flüchten. Gut. Komm, schneller. Mist, der haut ab. Ah, ich habe nur eine Einheit erwischt. Die feindliche Armee flieht. Jagt sie. Wäre schön gewesen, wenn wir noch ein bisschen mehr erwischt hätten von ihm. Wir müssen nicht. Das haben wir, glaube ich, nur eine Einheit Hastati erwischt. Das ist ein bisschen schade. Aber gut, die Belagerung ist gelöst. Wir haben ein bisschen Kampferfahrung hier auch sammeln können. Ihr habt ja auch direkt gesehen, wo die Schwächen der Römer liegen. Wir bilden die Einheiten hier direkt fort. Wir brauchen auf jeden Fall einen Spion. Und wir bauen den Hafen hier weiter aus. Und wir holen auch hier einen Spion. Ja. 7 Einheiten. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Das heißt, 4 Einheiten passen noch rein. Ja, wir haben fast einen Fullstack, ja. Ne? Wir haben fast einen Fullstack. Okay. Ich würde auch sagen, Mainz sollten wir uns hier holen. Weiter geht es nicht. Befehle? Herr? 43%, das ist nicht gut. Suche nach Hinweisen. Lauf dann hier hoch. Zu Diensten. Suche nach Hinweisen. Autsch. Wahrer Römer, meinst du nicht ernst? Begebe mich in Position. Wir können nicht weiter. Ja, Meister. Spioniere. 100% Ausstellungskosten. Dann ist er, hat er erwiesene Loyalität nochmal mit plus 200%. Alter, das ist doch irgendwie. Das ist doch gemogelt. Einfach nur, weil der da einmal. Hoppla. Jesus Maria. Einfach nur, weil der da einmal von mir bestochen wurde. Ja, Meister. Oder weil ich einmal einen misslungenen Bestechungsversuch gemacht habe. Das ist doch etwas lächerlich. Aber gut, okay. Schauen wir mal gerade. Ja, vielleicht brauchst du da doch mal einen Schmied, oder?
Einen Hafen brauchen wir hier. Safe. Okay, gut, alles klar. Dann Leute, dann sehen wir uns im nächsten Part wieder. Es wird noch weitergehen. Rom werde ich noch erobern. Ich hoffe, euch geht's soweit gut. Ihr bleibt gesund. Toi, toi, toi. Und bis zum nächsten Mal. In diesem Sinne, Pax Vobiscum. Valete.